Moin, moin, liebe Bahnfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Video hier. Mein Name ist Daniel XQ und heute nehme ich euch mit auf einer BR146 auf der Köln-Koblenz-Strecke. Abfahrt ist Köln Hauptbahnhof und wir fahren Richtung Bonn, wo wir dann auch enden werden, wo der Zug beziehungsweise endet. Ja, ich habe ein sehr schönes Szenario gefunden. Ein sehr schönes Szenario, wo die SIFA, ja, die ist ja sowieso immer dabei, aber vor allen Dingen die PZB 90 sehr stark beansprucht wird. Das heißt, wir werden hier auf einer Strecke sein, man sieht es auch schon am Wetter, wo das Wetter sehr schlecht ist, ein ziemlich starker Schneefall halt. Und genau, und dementsprechend auch ziemlich viele Züge sehr langsam vor uns vorausfahren und wir dementsprechend auch nicht nur immer HP1, also ein grün zeigendes Signal haben, sondern auch ziemlich viele, ja, rot stehende Signale, beziehungsweise dadurch, dass die Züge halt langsam fahren, wo wir auch immer wieder mit der PZB Wachsam-Taste bestätigen müssen, um irgendwie weiter am Rollen zu bleiben. Also ihr dürft gespannt sein. Das ist ein sehr schönes Szenario. Schön, dass ich das gefunden habe. Ich habe doch noch einige Szenarien, die ich noch nicht gespielt habe. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Ja, den Rest erkläre ich wie immer unterwegs. Und Zeit genug ist es auch. Ich denke mal, das Video wird circa 40 Minuten betragen. Ich glaube, 35 Minuten ist circa, wenn wir alles einhalten, ohne Zwangsbremsung, der eigentliche Fahrplan. Und dann schauen wir mal weiter. Jeder, der von euch genaueres über die PZB, über das PZB-System erfahren möchte, in der Beschreibung unten ist dann natürlich auch ein Link von so einer Ausbildungsseite, die sehr gut und einfach das mit Skizzen auch beschreibt, wie so dieses PZB-System funktioniert. Alles Weitere werdet ihr aber auch hier dann wie immer bei den anderen Videos auch und auch in diesem Video wieder von mir ein bisschen erklärt bekommen, wie das halt funktioniert. Gut, okay, dann wollen wir mal schauen. Achso, wir fahren übrigens einen Personenzug, von daher werden wir auch an ein paar Stationen, Bahnhöfen anhalten. Guten Abend, Lokführer. Heute fahren Sie diesen Personenzug zum Bonn Hauptbahnhof mit Halt an allen Bahnhöfen auf dem Weg dorthin. Brechen Sie zum Köln Hauptbahnhof auf, sobald Sie bereit sind. Ja, das werde ich auch tun, denn wir wollen den Zeitplan auch einhalten, damit wir halt die vorausfahrenden Züge auch ein bisschen miterleben können, damit wir halt ein bisschen beansprucht werden. So, ja. Fahrschalter nach vorne. Der Zug ist schon an. Ich komme hier gleich nochmal auf die Grafikfehler zurück, wie man sieht. Sieht man auch welche, beziehungsweise sieht man auch den Fahrschalter irgendwie nicht. Das ist ganz lustig. Ich hatte das vorhin schon erst gedacht. Ich dachte, ich installiere das mal neu, um halt mal zu schauen, ob es daran liegt. Und scheinbar lag es daran nicht. Also ich weiß nicht, man könnte das Paket nochmal neu installieren, aber ich glaube, das ist wirklich hier vom Hersteller des Spiels ein Grafikfehler, dass man hier halt nichts sieht. Gut, wir fahren aus dem Lokschuppen raus und ich fahre auch mal ein bisschen langsamer raus in dem Fall. Nochmal einen Scheibenwischer an. Ja, die Framerate ist hier erstmal am Hauptbahnhof ein bisschen anstrengend. Das ruckelt ein bisschen. Das wird auch noch ein bisschen besser werden. Von daher. So. Das erste war PZB wachsam. Ne? Wir hatten gerade ein HP1 mit VR2, Entschuldigung, habe ich schon fast vergessen. Also Vorsignal, was ein Langsamfahrterwarten zeigt. Wir kommen automatisch in die Überwachung rein. Wie man sieht, unten ist der 1000 Hz-Melder angegangen. Das ist halt die Überwachung, die uns sagt, wir sind gerade in einer Überwachung, die unsere Bremskurve halt letztendlich, unser Bremsverhalten überwacht mit einer blinkenden 70, wo wir dann halt jetzt runterbremsen müssten, wenn wir schneller als 70 fahren würden, wo wir halt runterbremsen müssten auf 70 km/h. Wir sind halt langsamer, von daher ist das unspektakulär. So, jetzt wollen wir ein bisschen langsamer werden. 30 km/h ist ab diesem Signal. Das war auch noch eine kleine Überraschung. Die Vorankündigung mit 30 km/h habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, auch hier fehlte sie mal wieder auf der Strecke. Die SIFA nicht vergessen. Und dann rollen wir erstmal ganz gemütlich in den Hauptbahnhof ein. Die AFB können wir auch mal einschalten. Dazu erkläre ich auch nochmal was. Also die AFB ist letztendlich ein, ja, Geschwindigkeitsvorwähler.
Na, man sieht das hier an diesem kleinen roten Strich, ich, oder hier auch an der digitalen Anzeige, dass ich halt 30 km/h maximal fahren möchte. Das heißt, der Zug bremst, beschleunigt bzw. hält sich immer an diese 30 km/h, die mit dem AFB-Schalter halt gewählt worden ist. So, jetzt rollen wir noch mal ein bisschen weiter rein. Die Leistung nehme ich mal jetzt ganz zurück. Scheinwischer können wir mal ausmachen. Dann halten wir hier mal an. So, dann öffnen wir mal die Türen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, was haben wir für ein Signal vor uns? Wir haben ein HP1 mit VR1. Das heißt, wir haben freie Fahrt. Auch das nächste Signal steht auf grün. Von daher wird das gleich ganz einfach werden. Wir brauchen halt nichts bestätigen mehr. Und können dann halt erstmal beim Ausfahren aus dem Bahnhof mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, das ist dann dementsprechend die Rangiergeschwindigkeit von 40 km/h, dann halt ausfahren. Ach so, Quatsch, wir müssen den Fahrstand wechseln. Stimmt, genau. Das ist nämlich die andere Richtung, die wir fahren müssen. Ich werde jetzt die Lok auch nicht abrüsten. Die war auch so weit aufgerüstet. Ich wechsle einfach jetzt mal den Führerstand in den anderen Waggon vorne. Und dann können wir einfach direkt hier auch weiter ansetzen. Und abfahren können wir auch schon in dem Fall. Ja, können wir. Ah, das leckt ein bisschen. Das wird aber jetzt gleich alles besser. Ja, dann wollen wir mal. Ja, das Witzige in dem Steuerwagen hier vorne ist, wenn man Leistung auffährt, merkt man richtig, wie der Triebzug hinten, die Lok, anfängt zu schieben. Und also man baut die Leistung auf und man merkt überhaupt noch gar nicht, dass man in Schwung kommt hier. Das ist ganz witzig, denn die drückt also langsam die Waggons richtig hinten anscheinend auf, bis vorne der Schub halt zu spüren ist, ne? So, AFB nutzen wir hier auch. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit man das Display unten besser sieht. So, wir sind in der Überwachung. Oder Überwachung nicht, aber wir haben Wechselblinken. Das ist das Ganze, wenn man halt aus einer Schleichfahrt bzw. aus einem Stillstand am Bahnhof dann halt mit der Fahrt beginnt. Die VMAX beträgt 45 km/h. Das sieht man hier auch neben Steuerwagen sehr schön. Und ja, dementsprechend maximal 45 km/h. 40 dürfen wir sowieso hier nur rangieren. Da fahren wir jetzt auch mal hoch auf 40 km/h. Wir hatten gerade eben HP1, ein grünes Signal. Wir können also uns aus der Überwachung befreien. Wir werden auch gar nicht mehr so direkt überwacht. Ne, der 1000 Hz-Melder ist aus. Das heißt, wir dürfen mit PZB frei uns befreien. Das habe ich jetzt mal getan. Und man sieht, dass das Wechselblinken aufgehört hat. Und wir dann auch jetzt mit der zulässigen Maximalgeschwindigkeit im mittleren PZB-Modus, das ist 70, also das ist eine VMAX, also eine Maximalgeschwindigkeit von 125 km/h, beschleunigen dürfen, sofern es die Strecke zulässt. So, wir haben noch 40 km/h, wir rangieren noch ein bisschen, wir beobachten mal die Signale. Da haben wir auch ein HP1 mit VR2. Quatsch, Entschuldigung, VR0. PZB wachsam bestätigen. Und wir sind wieder in Überwachung. Das war ein Halt, also war ein Fahrtsignal, Hauptsignal, mit einem nachfolgenden Signal, was auf Rot steht, auf Halt. Und dementsprechend dürfen wir nicht erstmal nicht die 70 km/h erstmal überschreiten, das ist klar, weil wir in Überwachung sind, deswegen blinkt auch wieder die 70. Aber wir müssen auch bedenken, wir haben gesehen, ein Halt erwarten. Das heißt, wir müssen wohl halt erwarten. Es könnte sein, dass natürlich das Signal noch auf Rot steht und dementsprechend muss ich dafür sorgen, auch die Lok weiter runter oder den ganzen Zug weiter runter zu bremsen. Ich fahre einfach mal so ein bisschen langsam weiter.
Ah, jetzt können wir schon nach vorne gucken. Wir sehen also hier vorne ein HP1 mit VR0. Das heißt also, dieses Signal ist auf grün in der Zeit besprungen. Befreien darf ich mich nicht, weil ich immer noch in der 1000-Hertz-Überwachung hier unten bin. Das heißt also, ich muss so weiterschleichen. Ich darf aber ein bisschen den Zug beschleunigen. Beziehungsweise, jetzt dürfte ich mich befreien. Jetzt ist gerade der 1000-Hertz-Melder ausgegangen. Brauche ich aber nicht. Denn ich sehe ja, dass ich nochmal PZB Wassern drücken muss, weil ich gerade ein VR0-Signal wieder passiert habe. Wieder mit Halt erwarten also. Ich muss also damit rechnen, dass am nächsten Signal das Signal auf Rot steht. Darf also letztendlich auch nicht so schnell sein, dass ich nicht mehr rechtzeitig zum Stehen komme, halt vor dem vielleicht noch rot stehenden Signal. Ja, die SIFA habe ich, glaube ich, oft genug erklärt. Brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Das ist halt der Sicherheitsfahrschalter, der alle 30 Sekunden gedrückt werden muss. Ansonsten Zwangsbremsung. Mehr sage ich dazu nicht. So. Immer noch Überwachung. Ich sehe hier hinten schon ein grünes Signal. Ein grünes Hauptsignal. Und wieder ein VR0 mit zwei gelben Lichtern. Halt erwarten, oder? Täusche ich mich? Ja, genau. Also das gleiche wie eben. Gleiches Spiel wie eben nochmal. Jetzt dürfte ich mich befreien. Mache ich, das spare ich mir. Ne, die 100 Meter noch bis zum nächsten Signal. Und PZB wachsam. Gleiches Spiel wie eben. Wir sind wieder in Überwachung. Wir müssen damit rechnen, dass ein Hauptsignal rot steht. Aber es kommt jetzt erstmal ein Bahnhof. Können wir da anhalten? Man sieht also, man kann eigentlich sehr entspannt fahren, wenn man solche Signale vor sich hat. Kann man so ein bisschen durch die Gegend rollen. Dann fahren wir auch noch mal ein bisschen langsam ein hier. So, und die Türen auf. Ja, was sehen wir jetzt gleich? Wir sind noch in der Überwachung. Und ich glaube, das ist der Punkt, gleich, weil wir zum Stillstand gekommen sind. 5 nach 10 oder 15 Sekunden. Genau, geht das Ganze in ein Wechselblinken über. Man hat es ja schon gesehen gerade hier. Was so viel bedeutet, wie dass wir im restriktiven Modus wieder sind. Und dementsprechend eine Vmax, nicht von 45. Oder doch, haben wir von 45? Oh, jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Oder eine Vmax von 25. Gute Frage. Ich fahre mal lieber 25 km/h. Ich glaube, das war nämlich im Wechselblinken. Ach nee, das war, wenn der 500 Hertz-Melder an ist. So müsste das gewesen sein. Siehst du, das ist so lange her. Schön, dass ich mal wieder dieses so ein Szenario spiele. So, wir wollen mal weiter. Vielleicht mal nur auf 25 km/h fahren erstmal. Ich weiß es nicht. Schauen mal. Befreien darf ich mich ja nicht. Ich bin noch in der 1000-Hertz-Überwachung. Nochmal zur Erinnerung. Auch wenn da vorne das Signal schon auf Fahrt steht, also grün, HP1. Ja, ich glaube, das sind 45 km/h. Das sind nicht 25. Wir riskieren das jetzt einfach mal. Wir werden es ja sehen. Ja, ist gut gegangen. Okay, alles klar. Vmax 45 stimmt auch, wie es hier unten steht im Display. Trotz restriktivem Modus. Das war beim 500 Hertz-Melder. Wenn der halt an ist in dem Fall, dann dürfte ich das nicht tun. Dann dürfte ich wirklich nur 25 maximal fahren. Ja, jeder, der die Köln-Koblenz-Strecke hat oder sich kauft, der kriegt die BR146 dazu. Und damit auch diese Szenarios. Kann ich echt empfehlen, der mal wirklich das mal richtig ausprobieren möchte, wie das so funktioniert mit der PZB und daran auch üben möchte letztendlich. So, beschleunigen wir mal ein bisschen raus. Bin sowieso jetzt schon hinter dem Zeitplan.
Und jetzt sehen die Signale eigentlich ganz gut aus vor uns. Alles grün. Jetzt ist es ein bisschen entspannter. Gucken, ob wir ein bisschen Zeit wieder rausfahren können. Stehen wir ein bisschen weit hinten am Bahnhof. Egal, ich will schneller zum Stehen kommen, damit wir ein bisschen wieder die Zeit aufholen. Oh, bisschen Kehle anfeuchten. Ah, wenn immer so schnell trocken der Mund. Das war schon nicht mehr ganz so pünktlich, ne? Ich habe gar keine Lichter an. Sollte ich vielleicht mal anschalten nehmen, ne? Das werden wir gleich mal machen. Welcher ist das hier? Er hier, ne? Oder? Da, dichter. So. Ui, jetzt blendet es aber auch ein bisschen. So, der nächste Bahnhof ist auch 12 Kilometer entfernt, knapp noch. Von daher haben wir es ein bisschen einfacher. Jetzt werde ich doch ein bisschen schnell gerade. So, dann können wir auf 140, beziehungsweise nein, nicht auf 145, sondern die Vmax im oberen Modus beträgt 125 km/h. Von daher darf ich, Quatsch, im mittleren Modus, Entschuldigung, also in dem 70er Modus. Deshalb darf ich auch gar nicht schneller fahren als 125 km/h. Ja. Jetzt ist es ja relativ entspannt gerade, ne? Mal gucken, ob wir vielleicht wieder auf den Zug auffahren, so dass das vorliegende, der Blockabschnitt dann halt irgendwie belegt ist und wir noch mal ein bisschen gefordert werden. Das sieht gut aus. Das Vorsignal steht auf VRA1. Fahrt erwarten am nächsten Hauptsignal. Jetzt haben wir es gerade passiert. Ja, die Sichtweite ist auch nicht so gut. Aber die Lichtsignale sieht man noch eigentlich. Ja, sieht man eigentlich auf weiter Entfernung noch ganz gut. Auch hier jetzt vor uns HP1 mit VR1. Beim Hauptsignal haben wir Fahrt, am nächsten Signal auch Fahrt. Ja, ich habe es auch schon beim letzten Video gesagt. Ja, die Köln-Koblenz-Strecke, wie gesagt, ist eine sehr schöne Strecke. Man hat hier
sehr viel Detailliertes eingebaut. Also letztendlich auch an, ich glaube, Hektometertafeln hat man gedacht. Man hat an den Stromleitungen oben, die Zickzackleitung gedacht, sehr viel. Jetzt sieht man es gerade nicht, aber gleich geht das wieder weiter mit Zickzack. Also von daher ist das schon wesentlich realistischer geworden. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Kommentare aus dem letzten Video. Die Demofahrt. Der BR111 war das, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, welche war das, die Demofahrt. Auf jeden Fall. Ja, danke für die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt dann bei diesem Video auch wieder so viel Spaß. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, ne, auch hier dann einfach unten in die Kommentare schreiben. So, da vorne kann ich schon mal Leistung runterfahren, also Strom wegnehmen. Wir haben, so wie ich das jetzt von hier aus erkennen kann, HP1 mit, ist das jetzt auf, ist es noch auf VR0 oder, ne, ist auf VR1 jetzt gerade gesprungen hier oben. Das war eben, glaube ich, ein VR0, also zumindest konnte ich da ein bisschen Gelb drin sehen. Man sieht also, wir haben, kann ich wieder Leistung auffahren, wir haben anscheinend vor uns einen blockierten Gleisabschnitt. Da hinten sieht man es, das dürfte unser Signal sein. Auch wieder HP1 da oben mit darunter VR0. Der nächste Bahnhof kommt auch in 1,7 Kilometer. Von daher, ich kann die Leistung wieder abschalten. Und kann mal ein bisschen runterbremsen. Sollte ich nämlich auch geschwind tun. Jetzt ist es gerade auf VR1 gesprungen, das Signal. Ist jetzt aber auch egal. Ich roll jetzt das Stück einfach rein in den Bahnhof. Man sieht also durch dieses Wechselspiel der Signale, also von Gelb auf Grün, wenn es springt, so vor einem. Und das immer später auf Grün springt, bevor man das Signal passiert. Daran sieht man eigentlich dann schon, dass man immer dichter auf einen Abschnitt, nächsten Abschnitt zufährt, der dann halt belegt ist durch einen anderen Zug. So kann man auch ein bisschen das ausbalancieren, die Geschwindigkeit. Also ein bisschen runternehmen und sagen, okay, ich drossel jetzt mal ein bisschen die Geschwindigkeit, damit ich nicht zu dicht auffahre. Ergo, damit ich nicht unbedingt dieses PZB, wachsam Spiel und Freispiel immer spielen muss. Ja, das ist aber das, was wir ja natürlich hier wollen. Von daher werde ich natürlich zusehen, dass ich gleich nach diesem Halt hier wieder ein bisschen auffahre auf den nächsten Zug. Einmal die Passagiere. Derzeit können wir uns nochmal die Maschine anschauen. Dosto, Doppelstockwagen. Hinten die BR-146. Die mit gezogenen Bremsen dieses Geräusch macht, sehr interessant. Ob das wirklich so ist, ich weiß nicht. Klingt aber ganz witzig, ne? Ist eine sehr schöne Lok, die gefällt mir wirklich. Macht auch Spaß, die zu fahren. Muss ich echt sagen. Ich würde ja alles dafür geben, sowas mal irgendwie in echt zu erleben, ne? Vielleicht nicht nur eine zu fahren, sondern auch mal vorne wirklich im Führerstands, eine Führerstandsmitfahrt zu machen. Aber das ist ja alles nicht so einfach. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Gelegenheit dazu. Hier in Hamburg. Wir werden sehen. So, weiter geht's. Bisschen den Fahrthebel mal nach vorne schieben. Ja, ich glaube, nächstes Mal muss ich mir ein paar Punkte machen. Ich habe tatsächlich irgendwie vergessen, was ich erzählen wollte. Da waren noch zwei, drei Themen. Vielleicht fallen die mir nochmal ein. Aber ja. Vielleicht fallen die mir nochmal ein. Dann schaue ich nochmal. Dann spreche ich sie nochmal an. Aber ich habe es tatsächlich jetzt im Moment vergessen.
Oh, sehr langer Güterzug hier. Ein sehr, sehr langer Güterzug. Das habe ich auch selten gesehen hier in TS. Krass. Das war ja bestimmt 40 Waggons, 45 locker. So, der nächste Bahnhof ist nicht ganz so weit weg. Gut 3 Kilometer noch. Sind dann auch nur noch 3 Stationen, dann sind wir schon in Bonn. Von daher. Ja, auch hier wieder grün-grün Vorsignal. Ging also zu Anfang nur ein bisschen schleppend voran. Und eben beinahe noch. Schöne Schneelandschaft, ne? Ich habe eben gerade gesehen, die Lok, die bei uns entgegenkam, eine. Ich weiß nicht, welche das war. War das die BR111? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, da konnte man richtig sehr schön die Schneewehen an dem Zug sehen. Also, das sieht man ja sonst gar nicht. Das haben sie auch neu hier beim Train Simulator 2016. Macht die Sache schon ganz interessant. Also, realitätsnah, näher auch, ne? So, jetzt fahre ich ein bisschen schnell in den Bahnhof ein, merke ich gerade. Jetzt wird doch mal ein bisschen runterbremsen. El Garajo. Scheinwischer mal ausmachen. Kommt da überhaupt noch was an die Scheibe an Regen? So, so ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit rausgeholt gerade wieder. 17 Uhr und 30 Sekunden sollen wir da sein. Wir sind sogar 25. Na, ja, was heißt 25? Ja, 25 Sekunden früher als erwartet da. Ich glaube, das erlebt man bei der Bahn sehr selten, dass man wirklich ein bisschen früher da ist. Die Bahn kommt heute früher. Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, ich weiß nicht. Ich glaube aber, es kann schon sein, dass er mal eine Minute früher eintrifft, der Zug, ne? Aber viel mehr bringt es auch nicht. Wie man sieht, die Abfahrt muss dann eingehalten werden wieder bei dieser Station. Das heißt, selbst wenn man 5 Minuten hier vorher ankommt, dann hat man halt 5 Minuten Standzeit in dem Fall auch. Also wirklich Zeit ausfahren kann man immer nur von ja, Bahnsteig zu Bahnsteig ein bisschen, ne? Danach ist man ja wieder dann im normalen Fahrplan und dann könnte man wieder auf ein neues versuchen, halt den Fahrplan einzuhalten. So, dann wollen wir mal weiter. Bisschen Außenansicht. Jetzt nicht so einöde ist. Ach, guck mal, den Fahrer sieht man hier gar nicht. Sifa? Sifa? Jetzt habe ich es mal ein bisschen provoziert. Ich glaube 2,5 Sekunden am akustischen Signal. Dann gibt es die Zwangsbremsung. So, gut 5 Kilometer. Mal gucken, was uns hier erwartet. Na, ich hoffe ja nochmal, dass wir ein bisschen in die PZB
Bewachsam-Geschichte in die Überwachung kommen. Mal sehen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, will ich noch mal gucken, ob ich irgendwie so ein, selbst ein Szenario hier basierend auf der Köln-Koblenz-Strecke baue und Züge platziere, um halt so ein maßgeschneidertes ja, PZB und LZB-Tutorial vielleicht mal zu machen. Wo man sieht in den ersten Videos, die ich vor ein paar Jahren schon mal gedreht habe, in den ersten beiden mit dem ICE. Sieht man das ja. Also wer es noch nicht geschaut hat, kann ich mir empfehlen, nochmal reinzuschauen. Dort sieht man halt, ich hatte irgendwo ein selbstgemachtes Szenario, glaube ich, darauf basierend gemacht mit dem ICE. Da habe ich es extra so gemacht, dass man ziemlich stark beansprucht wird mit der LZB und PZB, dass diese beansprucht ist, so dass man als Triebzugführer auch wirklich dann ein bisschen beansprucht ist, ne? Vielleicht werde ich es auch nochmal wiederholen. Wir schauen mal. Es ist nur ein bisschen aufwendig, immer ein Szenario zu machen hier mit dem Train Simulator. Auch selbst unter 2000, der Version 2016 ist das nicht wirklich besser geworden oder einfacher geworden. So, dann wollen wir mal langsam wieder runter. Auch hier alle Signale auf Fahrt. Schön gleichmäßig rein in den Bahnhof. Ja, auch witzig, das mit den Türen hat sich auch nicht gebessert. Gehen immer noch so scheiße auf wie vorher. Einige Waggons gehen auf, andere wiederum nicht. Soweit ich weiß, hängt das aber nicht mit den Zügen oder mit der Engine oder überhaupt mit, insgesamt mit dem Train Simulator zusammen. Es hängt mit der Markierung des Bahnsteigs zusammen. Wie weit dieser Bahnsteig eine gewisse Markierung hat, um halt Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Das heißt also, die Kartenbauer der Strecke, die Streckenbauer, die haben da eigentlich in dem Sinne Mist gebaut oder nicht genau hingeschaut. Aber gut. So, da haben wir es gleich geschafft. Gut 6 Kilometer noch. Endstation, Bonn Hauptbahnhof. Bahnsteig 3 diesmal. PZB is locked whilst the train is moving. Ja, das ist auch geil. Das ist logisch natürlich. Warum das passiert, diese Meldung kommt, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon rausgekriegt habt. Das ist auch seit der, also entweder seit der Strecke oder seit auch dem TS 2016 irgendwie so.
einmal den Stromabnehmer angeschaut. Ja, schade, Mensch. Mit PZB, also mit Überwachungsspiel und gelb und rot zeigenden Signalen, haben wir doch nicht mehr so viel gehabt. Jetzt am letzten Stück. Schade, schade. Aber da vorne. Langsam Fahrt erwarten. VR2. Dann wollen wir auch mal runter. Vom Gas. Vom Strom. Vom Schwung. 60 km/h erwarten. Wir kommen in die Überwachung. Jetzt müssen wir erstmal in 29 Sekunden runterbremsen auf 70 km/h. Die Bremskurve also einhalten. So. Und natürlich, bevor wir das nächste Hauptsignal passieren, auf 60 km/h weiter runter. Denn 60 km/h wurde uns ja im Geschwindigkeitsvoranzeiger eben angezeigt, die gelbe 6, die man am Signal vorhin erkennen konnte. Schauen wir doch mal kurz nach vorne. HP2 mit VR1. Also auf HP2 mit 60 wird das gleich sein. 60 km/h. Ab diesem Signal müssen wir dann halt runtergebremst haben auf 60 km/h. Ich bin noch ein bisschen drüber. Jetzt nicht mehr. Und das nächste Hauptsignal. Hier ist das Vorsignal dafür. 60 km/h. Das Vorsignal zeigt grün-grün. Also Fahrt erwarten, sagt das nächste Signal. Das heißt, wir fahren jetzt so in den Hauptbahnhof rein. Das sind alles Rangiergleise gleich. Von daher wird da garantiert auch gleich nur noch 40 auf einmal erlaubt sein, bestimmt. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass wir hier wirklich mit 60 km/h durchfahren. Auch hier wird mir 40 aber nicht angekündigt. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ja, doch, nee, sind doch 60, alles klar. Ich dachte, hier sind wirklich Rangiergleise. Hier ist die Lok, wie man sie sieht, ne? Mit Schneewehen, glaube ich, vorne. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich kenne die Lok, die habe ich ja letztens. War es die BA111? Könnte vielleicht sogar sein. Bin mir gerade nicht sicher. So, wir fahren ein bisschen weiter rein. Ja, das leckt ganz schön jetzt hier. Auch schon geschafft. Diesmal gehen alle Türen auf. Da können wir von drinnen mal rausgucken. Von den Dostos auch sehr schön gemacht. Aber das kennt man ja auch schon von anderen Dostos aus der, ja, aus der älteren Version, ne? Ja, das war's eigentlich. Wir haben es gleich geschafft. Mal gucken, ob ich dann 1000 Punkte werde ich wohl nicht insgesamt geschafft haben. Aufgrund, weil ich die Zeit nicht ganz eingehalten habe. Aber immerhin, war ja gar nicht schlecht. Schade eigentlich, ich wollte ein bisschen mehr zeigen noch, was die PZB angeht und diese ganze Überwachung. Ja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt nochmal. Ich versuche nochmal ein Szenario zu finden oder irgendwann eins zu machen. Beim nächsten Mal wohl noch nicht, aber ich schaue mal. Vielleicht finde ich ja auch eins, was schon fertig ist, wo man halt permanent aufgrund des schlechten Wetters oder hohen Verkehrs halt mehr Beanspruchung hat. Und dann kann man sehen, wie man das so die gesamte Fahrt über so überlebt, diesen Stress darunter zu fahren, dann halt unter diesem Druck. Der Fahrplan, der einem im Nacken sitzt und andererseits man auch nicht zu langsam fahren darf die ganze Zeit, um irgendwie die Überwachung zu umgehen. Also es ist schon wirklich anstrengend dann. Ja, dann macht's mal gut. Kommentare unten rein. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, bis dann. Danke.